Ja, liebe Zuschauer, ich bin's mal wieder, der Schmidi vom ble-tv.de. Wir sind ja schon sehr viel und sehr lange unterwegs. Wir waren in Las Vegas, wir waren in Hollywood, wir haben Sylvester Stallone getroffen, Mickey Rourke getroffen. Und jetzt treffe ich durch Zufall zwei ganz bekannte Auswanderer. Ihr kennt doch die Sendung von Vox, Goodbye Deutschland. Klingelt's? Genau. Und neben mir steht jetzt die bildhübsche Stefanie aus Deutschland. Sie sind ausgewandert. Und Alexandro, ihr kennt sie natürlich von Goodbye Deutschland. Und durch Zufall haben wir uns hier ein Eis geholt. Ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist sie. Und tatsächlich, sie ist es. Hallo Stefanie. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Willkommen in Manhattan Beach. Ja, und ich freue mich total, hier zu sein. Nicht nur wegen der Wetter, sondern auch, weil ich euch treffe. Hallo Alexandro. Herzlich willkommen, Schmidti. Schön, dass wir uns sehen. Total. Ich bin ja auch sehr überrascht, welches tolle Wetter ihr hier im April habt. Und der Laden ist voll. Es brummt, oder? Ja, ich meine, wir haben jetzt Vorsaison, ist noch nicht Hauptsaison, aber du hast ja hier das ganze Year Round hast du ja Business. Im Sommer wenig mehr, im Winter ein bisschen weniger. Aber trotzdem, ist Kalifornien, ist LA, hast du auch im Winter natürlich Leute, die Eis essen können. Ihr habt Glück mit dem Wetter, oder? Haben wir fast das ganze Jahr über. Ich weiß, und das, da beneide ich euch auch drum. Was mich so interessiert, ihr seid schon 8 Jahre hier in Kalifornien. Was begeistert dich von Kalifornien? Was ist das hier, wo du sagst, da schlägt mein Herz eben? Ja, also die Zeit ist wie Flug vergangen. Fast 10 Jahre hier, 8 Jahre der Laden. Das Schöne ist einmal das Wetter, was du natürlich angesprochen hast, aber auch die Mentalität, die wir hier haben. Mhm. Hier wird natürlich auch hart gearbeitet. Ja, Leute machen sehr, sehr viel und drehen sehr viel. Ja. Aber weißt du, mit dem Lächeln auf dem Gesicht. Also Das ist ein ganz anderes Leben, das man hier hat. Viel arbeiten, aber unter der Sonne Kaliforniens. Stefanie, ihr habt einen super Laden, den habe ich gerade schon gezeigt, den sieht man natürlich auch im Video. Man sieht, das ist mit Liebe gemacht. Was mich auch interessiert, ihr liegt hier in der ersten Reihe. Das heißt, wenn hier ist ja immer Saison, die Leute gehen genau bei euch hier am Laden vorbei. Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Also momentan haben wir 14 Mitarbeiter, aber das schwankt natürlich auch pro Saison. Ne? Also wenn Hochsaison ist, sind es mehr und dann im Winter sind es weniger. Ja. Also man denkt zwar, Kalifornien hätte keine Saison, aber hat es tatsächlich. Also die Kalifornier, die ziehen sich tatsächlich im November ihre Uggboots an und ihre dicken Wintermäntel und machen dann einen auf Winter, auch wenn wir noch 17 Grad haben. Aber deswegen gibt es hier auch eine Saison, also ist so. Aber der Strand ist immer gut besucht, glaube ich. Ja. Und auch im Winter machen doch viele hier Urlaub, oder nicht? Ja, also ich meine, hier machen year round immer Leute Urlaub. Ich meine, Manhattan Beach ist so ein bisschen ein Juwel, das kennen nicht so viele, wie Santa Monica und Venice. Ja, das ja, natürlich, ja. Die kennen alle. Manhattan Beach muss man discoveren. Es wird ja auch das Beverly Hills der Beaches genannt, weil das wirklich ein super exklusiver Beachort ist. Also hier wohnen echt Jimmy Kimmel, der hat eine Nightshow, der hat hier sein Sommerhaus und unglaublich viele Sportler von den Lakers und Movie Industry. Also die haben alle ihre Sommerhäuser hier. Wir hatten auch Jennifer Garner schon bei uns im Laden. Ja, ich habe gesehen, ihr habt ganz viele prominente Bilder bei euch hängen hier. Wie heißt der? Von den Dallas Mavericks. Dirk Nowitzki war auch da. Ja, das war noch in Deutschland. Er war leider nicht hier bei uns in Manhattan Beach, aber ja, haben wir schon getroffen. Schön. Und also von daher sieht man auch hier durchaus Stars. Und die sehen ja alle normal aus. Ja, 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 wenn die kommen, man erkennt die gar nicht. Ja. Jennifer Garner zum Beispiel, die habe ich persönlich sehr bedient und dachte, wer ist, die kommt mir so bekannt vor. Ja, ja, aber es hat die ganze Zeit nicht geklingelt. Ja, ja? Ja, ja, und dann irgendwann später kommt ein Mitarbeiter und sagt so, ey, das ist doch die Stimme. Ich so, oh Gott, scheiße, echt wirklich, ich habe mich nach dem Autogramm gefragt. Ja, ja, ja. Also ist schon witzig schon. Also LA hat so einen ganz eigenen Vibe, weil man immer das Gefühl hat, jeden Tag kann irgendwie was Aufregendes passieren. Schön. Habt ihr denn, Alexandro, ihr seid ja auch genauso wie ich sehr offen vom Charakter her. Stefanie ist sehr offen und man merkt sofort, die hat ein Herz am richtigen Fleck, du auch. Habt ihr Freunde gefunden in den 8 Jahren? Habt ihr so eine kleine Community, auch Amerikaner, wo man sagt, wir gehen jetzt zum Beach, wir grillen, wir fahren zum Football oder fahren mal nach Los Angeles etc.? Ja, also wir haben Freunde hier definitiv gefunden, aber trotzdem, du wirst so lachen, sind es meistens Deutsche. Aha. Ne? Aber trotzdem nicht jetzt vielleicht die Deutschen, die man aus Deutschland erkennt, sondern so ein bisschen Verrückte wie wir auch. Ja, ja, das ja, heißt, ja. Die haben diese Tugenden, die wir kennen, Pünktlichkeit und diesen Sport guckt man zusammen, aber haben aber auch die Lockerheit, die man hier besitzt. Also eine ganz gute Kombination. Und das passt auch sehr, sehr gut auch, ne? Ja. Ihr habt wie viele Kinder? Einen Sohn, glaube ich. Wir haben zwei Söhne. Mhm. Wie kommen die zurecht hier in Amerika, in der Schule? Haben die das schnell gelernt, das Englisch und so weiter? Ja, also beides also der eine kam her, da war er 3 Jahre alt, der ist damit aufgewachsen. Die wollten auch, wir waren im Winter in Deutschland, wollten die wieder zurück nach Amerika. Schnell wieder auch. Der Kleine, der ist ja hier geboren auch und also die lieben das natürlich auch. Ja, 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 klar. Also für die ist das Heimat hier. Wer wird schon am Strand groß? Ja. Das ist schon was Besonderes und das wissen die gar nicht so zu schätzen. Ja, wir sagen immer unserem Großen, der ist jetzt Teenager, sagen wir, oh, jeder will nach L.A., für den ist das halt, wieso, was L.A., was ist denn hier besonders? Ne? Für den ist das so,
Also ich bewundere euch beide, ihr seid auch ein ganz tolles Pärchen. Natürlich rubbelt es auch mal, aber ich finde euch beide klasse, ihr gehört zusammen. Ich kann mir gar nicht erträumen, dass ihr irgendwann mal, wenn ich das... Nein, wirklich, ihr seid ganz toll und das gehört zum Leben dazu. Frag Christine, die kriegt von mir permanent Feuer, so muss es im Leben sein. Aber es ist schön, ihr seid total nett. Wir gehen jetzt essen zusammen, weil ich habe ganz viele Fragen, was hier noch alles passiert ist in den 8 Jahren. Das erfahrt ihr natürlich am Ende der Sendung, werde ich euch noch ein paar Infos geben, wo ihr ihr finden könnt. Das ist der Laden Gelato Angels, den findet ihr direkt hier in Manhattan, in Downtown. Sagt die Adresse? Und direkt auf Manhattan Beach Boulevard, wenn man runter zum Pier geht. Und nächste Woche machen wir einen zweiten Laden auf, direkt oben in West Hollywood, da wo noch viel mehr Touristen sind. Beverly Boulevard. Beverly Boulevard. Also alles im Abspann nach dieser Sendung seht ihr, wo ihr die beiden trefft. Wir gehen jetzt essen. Danke dir. Du musst jetzt unbedingt den Donut probieren. Ne? Ich esse jetzt einen Donut. Genau. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen das Eis auf und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ein schönes Reisemagazin. Euer Schmidi hier aus Kalifornien, aus Manhattan Beach. Ciao, bis dahin. Ciao.